Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4 Cottage Living. Und Lenfy wird jetzt versuchen, ihren PC zu reparieren. Ich bin gespannt, ob das klappt. Dann würden wir uns halt den Techniker sparen können. Aber natürlich nur, wenn sie es hinbekommt. Ja, hat sie es? Sehr schön. Sie hat auch eine neue Fähigkeit dadurch erworben. Sehr, sehr schön. Gut. Kriegen wir eigentlich nie Post? Nö. Irgendwie nicht. Schade. Hier können wir mal Schüssel füllen. Aber da ist dann wahrscheinlich jeder, wenn das hier steht, ne? Nicht nur Törtchen. Naja, mal gucken, ob sich da jeder dran, ja, sättigt. Wie spät haben wir denn? Wir haben jetzt 19 Uhr. Wir könnten halt noch so ein ganz kleines. Ach hier, wir haben sogar noch Reste. Warte mal, ist das Oll? Oh, das ist Oll. Nee, ist das nicht, bitte. Moment, das wusste ich ja nicht. Nee, mach weg. Naja, gut. Sieht doch auch so dreckig aus. Warum kann ich dann das nicht selber sauber machen? Guck mal, die sieht richtig dreckig aus, aber ich kann es nicht sauber machen. Ach hier, bis zur Perfektion polieren. Ah. Und hier auch, oberflächlich reinigen. Okay, das sollten wir echt mal machen. Das sieht ja alles furchtbar aus hier. Ja, auch. So, mach mal kurz Putztag quasi. Aber hier kann ich es nicht machen, scheinbar. Hier kann ich was für Bell kochen. Ich weiß gar nicht, warum für Bell. Also, wieso? Der sieht auch irgendwie dreckig aus, aber es geht einfach nicht. Na gut. So, wenn wir fertig sind, können wir dann ins Bettchen gehen. Ah, sehr schön. Jetzt sieht es auch wieder ordentlich aus. Sehr gut. Dann werden wir uns am nächsten Tag auch wieder einen Job holen. So, ab ins Bett. Sehr gut. So, einen Job brauchen wir denn wieder. Business. Neue Aufträge suchen. Ich weiß gar nicht, wie man hier dann. Ach, hier wahrscheinlich. Bist perfekt, ne? Dann hat man wahrscheinlich den nächsten Rang hier. Hoffe ich mal. Unwohl. Ah, die hat Muskelkater, sehe ich jetzt schon. War wohl ein bisschen zu viel. So, was haben wir denn Schönes? Wir können jetzt auch schon so eine Sachen hier machen. Erleuchtende Schreibtätigkeit. Oh, da kriegen wir richtig viel Geld, aber Schreiben Level 5 eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob wir Schreiben Level 5 haben. Aber sonst könnten wir das nicht machen, oder? Also da kriegen wir echt viel Geld. Ich würde es gern probieren. Komm, wir probieren mal. Zuerst aber müssen wir auf jeden Fall was essen. Frühstücken? Ja, komm, Eier mit Toast machen wir uns mal schön. Dann werden wir noch ein Bad nehmen und dann werden wir uns mal an die Arbeit machen, würde ich sagen. Ich dachte gerade, ich hätte Törtchen gesehen. War aber vielleicht auch ein anderer Hund. Ich würde echt gerne die Kochbücher kaufen, damit wir noch mehr Sachen machen können und so. Aber gut. Können halt nicht alles auf einmal machen. Oh, hier hoppelt schon wieder ein kleines Kaninchen rum. Ach, wie süß. Oh. Ach, die sind so niedlich. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch so Hasenställe und sowas machen können. Finde ich auch toll. So. Was sollen wir machen? Mit Kunden chatten und Buch schreiben. Dann machen wir erstmal mit Kunden chatten. Machen wir uns erstmal bei unserem Kunden bekannt. Wir müssen auch erstmal rausfinden, was denn der Kunde überhaupt für ein Buch haben möchte, wie es aussehen soll. Oh, wir sind traurig. Was will die denn? Nee. Nee, sorry. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir haben Arbeit zu tun. Er hat immer noch die Träume. Wir wollen schon wieder Törtchen einladen, damit wir gute Laune kriegen. Mal gucken. Ah, nee, wir sind inspiriert worden durch den Chat. Okay, das ist gut. Sehr gut, das haben wir. Dann machen wir gleich weiter, würde ich sagen, wenn wir schon. Was soll man denn schreiben? Ich weiß es gar nicht. Moment. Ein Sachbuch soll man schreiben. Okay, ein Sachbuch soll es werden. Dann Sachbuch. Um was soll es gehen, ist die Frage. Ein Sachbuch. Was wollen wir lernen in diesem Sachbuch? Warte, warte, ich habe eine Idee.
in 7 Tagen stahlharte Bauchmuskeln. Boah, das wird unser Durchbruch, Leute. Das wird unser Durchbruch. Hier finden Sie Ernährungstipps und Trainingsanleitungen, mit denen Sie in 7 Tagen stahlharte Bauchmuskeln bekommen. Kein Witz. So, das wird unser großer Durchbruch, Leute. Das wird er. Dieses Buch. Wer möchte nicht in 7 Tagen stahlharte Bauchmuskeln kriegen? No, die beiden hier. Süß. Schön, dass die auch miteinander interagieren, ehrlich gesagt. Ja, toll. So, kriegen wir das Buch fertig, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber wir lassen mal schreiben. Boah, da würden wir halt richtig viel Geld kriegen, wenn das was wird. Also richtig, richtig viel Geld. Da könnten wir uns mal zumindest eine Kommode von leisten. Vielleicht. Mal gucken, wie wir Hühnchen kriegen. Da bin ich auch noch gespannt. Also jetzt, wo ich die Hühner da auf dem Markt gesehen habe, würde ich echt gerne auch Hühner züchten hier. Ach, ist das der Briefträger? Der Florian Füll. Hat er uns Post gebracht? Ja, wir haben Post. Oh, warte mal. So. Soeben sind Rechnungen in deinem Briefkasten geflattert. Du Schuld. Oh Gott, das kann ich mir nicht leisten. Insgesamt 480. Habe ich nicht. Verdammt. Du hast 24 Stunden Zeit, deine Schulden zu begleichen. Oh Gott. Sonst schalten die meine Anlagen nach und nach ab. Du kannst bezahlen, indem du ein Telefon, den Computer im Briefkasten verwendest. Oha, oha, oha. Warum sind wir jetzt wütend? Also. Kannst du mal kurz hier jemanden streicheln oder so? Damit es ihr besser geht. Mal ganz kurz. Oh, das ist ja scheiße. 24 Stunden, das ist ja. Ui. Okay, die Katze will gerade irgendwie nicht. Andere vielleicht? Wir kriegen ja gerade irgendwie nichts. Die wollen alle nicht. Moment. Hier, der hat doch gerade Zeit, oder? Na. Wo sind denn jetzt? Mensch. Macht ihr denn hier die ganze Zeit? Mädel? Kannst du mal da wegkommen? Wir haben keine Zeit. Wir müssen Rechnungen bezahlen. Och Mann. Ja, das ist doof. Mit den Rechnungen. Haben auch nicht viel Zeit dafür. So, und irgendwie Hunde zum mal quatschen kriege ich jetzt hier auch nicht ran. Keine Ahnung, wieso das nicht funktioniert. Wo ist Törtchen? Gucken wir mal, ob Törtchen herkommt, ob es uns dann besser geht. Ist immer ein bisschen nervig, dass das irgendwie immer nicht so richtig klappt hier. Kann ich jetzt mit dir reden? Ja, jetzt geht's. Okay. So, wir reden uns mal kurz Probleme von der Seele bei Törtchen. Ah gut, jetzt geht's uns besser. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Aber wir werden da nicht so schnell sein, ne? Moment. Gewöhnliches Tuning-Teil. Wo war das denn her? Und wo ist jetzt mein Buch wieder? Manchmal bin ich verwirrt, leider. Okay, müssen wir scheinbar nochmal von vorne anfangen. Das verstehe ich immer nicht so ganz. Na gut. Na gut, müssen wir leider nochmal neu anfangen. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, warum die immer das, was man hat, nicht schreibt. Also nicht zu Ende schreibt. Mal, das können wir für Verbesserungen nehmen, okay. Mal sehen, vielleicht können wir es auch verkaufen. Sind wir denn? Sind wir gar nicht erwachsen? Ach, junge Erwachsene. Und dann wären wir. Okay. Dann wären wir vollwertige Erwachsene. Schreibfähigkeit immerhin. Aber das hier haben wir noch nicht, ne? Nee. Das ist
echt doof. Ich wüsste gern, woran es liegt, dass sie immer abbricht. Das. Naja. Also ich denke ja eigentlich, wenn das voll ist, ist gut, aber schafft man halt seltenst auf einmal. Die bricht halt immer irgendwie vorher ab. Das hier ist nur was, was wir gelesen haben. Das ist nicht das, was wir geschrieben haben. Na gut. Mal gucken. Also wir hätten es fast. Wenn sie jetzt abbricht wegen Hunger, wäre natürlich doof. Okay, wir haben es. So. Buch geschrieben. So. Können wir das jetzt direkt abnehmen lassen? Ich hoffe, das ist halt gut, ne? So, wir schicken das jetzt weg. Diese Arbeit entspricht nicht unseren Qualitätsstandards. Sie muss überarbeitet werden. Ah, okay. Wir müssen jetzt erstmal Abendessen. Was gibt's denn Schönes? Was ist das denn? Reiskuchensuppe. Ja gut, komm, Reiskuchensuppe. Okay, wir müssen es leider nochmal machen. Habe ich mir fast gedacht, dass es noch nicht ausreichen wird. Ich weiß nicht, wie lange wir gerade Zeit haben noch für unsere Rechnung, ehrlich gesagt. Selbst veröffentlichen. Ach so, das können wir auch machen. Sachen selber veröffentlichen. Das ist dann ein Verlag. Ha. So, Rechnungsinfo. Wie lange haben wir da noch Zeit? 900? Was? Ich dachte 480. Wieso steht jetzt hier 900? Kann ich auch das verkaufen? Nee, scheinbar nicht. Grundstücksteuer. Aber das sind doch, wieso steht hier 900? Verdammt. Wie soll ich dann mir das leisten? Ich meine, wenn die mir jetzt alles wegnehmen, habe ich halt auch nichts mehr. Uff. Also wir müssen das jetzt hier irgendwie hinkriegen, sonst haben wir ein Problem. Und zwar bis morgens. Also wir müssen jetzt die ganze Nacht durcharbeiten. Was anderes geht nicht. Das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen. Ansonsten mit Nickerchen vielleicht zwischendurch, aber es muss klappen. Egal wie schlecht das ihr jetzt hier geht. Uff. Ah gut, das dauert zum Glück nicht so lang wie das erste Mal schreiben. So. Jetzt nochmal. Diese Arbeit entspricht immer noch nicht. Okay. Uff. Wir sind echt müde. Aber wenn wir morgen kein Geld haben, müssen wir halt echt Sachen verkaufen. Und das möchte ich nicht. Vor allem 900, so viel kriege ich nicht zusammen. Okay, wir haben es fast. Na komm, du schaffst dir jetzt noch. Ich weiß, du bist sehr müde, aber es geht noch. So. Lenfi, ich habe mir deine Änderung angesehen. Hör zu, lass uns das einfach abhaken. Das ist nicht mehr zu retten. Fang neu an. Ich kann nicht neu anfangen. Das schaffen wir nicht. Nee. Ja, Kacke. Aber wieso? Kann ich das jetzt, wenn die das nicht nehmen? Nee, ich kann es auch nicht selbst veröffentlichen. Warum nicht? Also gerade eben ging das hier noch. Jetzt kann ich es nicht mehr machen. Ich verstehe es nicht. Analysieren, das bringt uns wahrscheinlich auch was, ne? Wenn wir das analysieren. Was war da drin? Das ist die Rechnung, ne? Okay, das sind erstmal nur 480. Okay, ja, dann müssen wir Sachen verkaufen, leider. Sonst nehmen die uns halt leider Sachen weg. Das geht halt auch nicht. Die Couch hier benutzen wir momentan eigentlich noch gar nicht. Die bringt aber auch nur 172. Scheiße. Kann ich hier draußen Stein oder so? Tatsächlich. Ja, ganz ehrlich, dann tschüss. Also, das kann ich später auch nochmal neu kaufen. Verkaufen wir halt erstmal Steine. Lustig, dass sie was bringen, tatsächlich. Bin eigenartig. So, die gehören uns ja in dem Sinne nicht, aber gut. Irgendjemand wird schon Steine kaufen wollen. Okay, dann bezahlen wir die am nächsten Tage, bevor die uns hier die Wohnung ausräumen. Ich weiß nicht, ob das noch wie früher ist. Früher haben die einem ja die Wohnung ausgeräumt.
Jetzt glaube ich nicht mehr. Oh Gott, wir müssen auf Klo. So, da stehen wir auf. Da bezahlen wir unsere Rechnung. Aua. Die Couch musste leider dran glauben. Also, wie lange habe ich noch Zeit? Am Mittwoch. Ist Dienstag, okay. Aber gerade sind wir ein bisschen angespannt. Wir sollten erstmal was Schönes machen. Komm, heute gibt es Rührei mit Speck. Heute gibt es was Leckeres. Ich weiß ja nicht, ob wir das überhaupt noch schaffen. Ja. Wie viel haben wir denn beim Schreiben? 6. Also eigentlich von der Schreibfähigkeit können wir das. Ja. War noch angespannt. Verpasste Gelegenheit. Wir müssen uns nochmal Törtchen einladen. Damit wir ein bisschen beruhigter werden. Da ist er ja schon. Sie. Entschuldigung. Ich vergesse immer das Törtchen. Eine Sie ist. Komisch, wir können immer noch nicht das Training, also das Adoptivtraining nicht mehr machen. Sehr, sehr seltsam. Will die Törtchen nicht mehr bei uns sein? Das finde ich halt sehr schade, ehrlich gesagt. Oh, lieben die sich? Oh, die mögen sich, der Collie und Hörtchen. Oh. Das ist schön. Ich kann Törtchen nicht adoptieren gerade. Verstehe nicht. Muss ich mir jetzt echt eine neue Hündin suchen, weil Törtchen nicht möchte? So, uns geht's besser. Oh nein, was ist denn hier passiert? Oh Gott. Ja, wir können uns natürlich keinen Reparaturservice leisten. Naja. Wir versuchen es nochmal. Ach Gott. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir sind energiegeladen, wie ihr seht. Wir kriegen das hin. Nenfir wurde dazu geboren, den Hammer zu schwingen. Soll sie anerkennen, dass sie Geschicklichkeit mag? Also, ich muss zugeben, dass ich halt überhaupt nicht geschickt bin. Aber gut. Komm. Niemand das mag. So, wir schreiben jetzt doch der Fuchs der Schlossallee. Das andere hat ja nicht so gut funktioniert. Na, mal sehen. Oh nein, sie hat aufgehört. Warum? Wir müssen das Buch schreiben. Also, du hast leider keine Chance. Hopp. Dann fängt die halt immer wieder von vorne an. Ich hasse das. Warum schreibt die das nicht weiter? Das ist halt echt nervig. Unser anderes Buch ist jetzt auch einfach weg, das was nichts geworden ist irgendwie. Das ist auch nicht mehr im Inventar. Okay. Jetzt sind wir auch noch wütend. Was hat die denn immer? Ich kann ja auch nichts dafür. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr was Schönes, ne? Ich finde es echt schade, dass wir sie nicht mehr drin, also nicht mehr adoptieren können. Das ist sehr schade. So, jetzt. Wir sind wieder energiegeladen. Hoffen wir mal, dass es diesmal funktioniert. Mal gucken. Ich kann auch irgendwann die Bücher weiterschreiben und ich weiß es einfach nicht. Inspiriert wäre besser, ne? Weil inspiriert schreibt sie, glaube ich, schneller. Sie ist ganz schön langsam irgendwie. Jetzt ist sie immerhin glücklich, okay. Also ich glaube, das Schreiben macht ihr jetzt gerade schon Spaß. Ja, ich liebe Schreiben, okay. Mal gucken, ob wir es schaffen. Was hat sie hier? Ich habe keine Stereoanlage, kann ich mir gar nicht mehr leisten. Also irgendwie hat die immer hier, dass sie eigentlich Musik hören möchte, aber ich kann es halt nicht machen. Hab halt keine. Also keine Anlage. Ah, komm. Jetzt fast geschafft. Bitte nicht abbrechen, bitte nicht abbrechen, bitte nicht abbrechen. Oh Gott. Na komm. Hat es geschafft? Sie hat es geschafft. Okay. So, Ankunft zur Abnahme und dann müssen wir leider erstmal duschen. Was für eine Errungenschaft! Ja, Letfi hat Ecoplas Buch geschrieben. Es wird in ihrem. Achso, okay, das ist noch nicht.
Abgenommen. Oh gut, es wurde abgenommen, endlich. Lemfi macht sich Notizen und schreibt über die Erfahrungen und Gedanken des Gurus zum Thema innerer Frieden. Ein wenig Erleuchtung muss auch auf sie abgefärbt haben, denn der Kunde ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und guckt euch das mal an. Wir haben richtig, richtig viel Geld bekommen. Oh Gott. Sehr schön. Aber ich überlege gerade. Also was mich halt wundert ist. Warte mal. Ha! Hier kann man einen Hund adoptieren. Warum hier tau? Achso, dann kriege ich irgendwas, ne? Warte mal, da gucke ich gerade mal. Weil ich meine, irgendwie das mit Törtchen hat ja nicht funktioniert, das Adoptieren. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht uns was anderes adoptieren können. Törtchen ist hier wahrscheinlich nicht dabei, ne? Nee. Titus ist ziemlich niedlich, ehrlich gesagt. Und Justus ist ja auch voll süß. Sterilisiert, die können keine Kinder kriegen, die adoptieren. Achso, nicht alle, okay. Aiko. Oh, Monsterchen ist auch süß. Wartet mal. Ich möchte auch noch bei Katzen gucken. Adoptieren Katze. Was haben wir hier? Oh. Okay, Leon Pepper auch sehr niedlich. Ash ist ja, oh. Er ist schon hübsch, ne? Ist schon. Ash ist schon hübscher. Sieht aber auch ein bisschen zickig aus. Ich weiß nicht. Aber ich finde es also traurig, weil eigentlich wollte ich Törtchen haben. Ich überlege, ob ich jetzt einfach Ash adoptiere und es doch nochmal mit Törtchen irgendwie versuche, sie doch noch zu kriegen. Dann adoptieren wir uns erstmal einfach eine Katze. Komm, wir adoptieren Ash. Ash finde ich auch gerade irgendwie lustig vom Namen, weil ich gerade auch wieder Pokémon gucke. Huch, wer ist das denn jetzt? Hallo? Geben Sie mir die Katze? Ich weiß gar nicht, wann Ash jetzt hier kommt, ehrlich gesagt. Adoptionsbewertung beenden. Ah! Aha. Der bewertet uns, ob wir überhaupt adoptieren dürfen. Das ist ja interessant. Also, wir müssen uns mit dem gut stellen. Geschichten. Wir erzählen mal eine lustige Geschichte noch. Können wir mit ihm was kochen? Mit dem Jens Müller? Was könnten wir denn Schönes machen? Gemüseteigtaschen? Lust? Gemüseteigtaschen? Ja, tatsächlich. Die gehen zusammen kochen. Müssen wir ihn erst da rein bitten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der darf gerade nicht rein hier. Warte mal. Jetzt so? Oh, warum kommt der hier nicht rein? Komm doch einfach. Scheint nicht zu gehen. Runde. Also wir sind eine Runde, aber. Ja gut. Irgendwie kann ich ihn nicht reinlassen. Aber gut, hat er Pech. Dadurch können wir aber auch gerade nicht kochen, sehe ich. Okay. Dann versuchen wir mal mit ihm zu reden. Aus irgendeinem Grund geht das halt nicht. So, das müssen wir wieder richtig machen. Die Katze mag ihn nicht, okay. Aber schön, dass er uns bewertet wegen Tiere. Ich weiß halt nicht, wie ich ihm sage, dass wir gut sind für ein Tier. Wir müssen ja eigentlich irgendwas in Richtung Tiere machen, oder nicht eigentlich? Nee, der kommt nicht rein. Ich kann ihn nicht einladen. Okay, manchmal bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Warum bestimmte Sachen einfach nicht gehen. Und er kommt halt auch nicht rein, wenn ich hier aufschließe, also. Geht nicht. Mir geht's jetzt gerade nicht so gut, okay. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Halt. Wir müssen halt langsam mal Ende machen, weil wir haben Hunger und so.
Ich mach mal beenden, mal gucken, was rauskommt. Wir müssen halt essen. Mip and grilled meat. And shrimp. Ah, meat. Gensh. Oh, und? Okay, aus irgendeinem Grund haben sie jetzt nicht abgebaut. Oh, jetzt kommt er endlich rein. Ach Mensch. Ach, wir kriegen die Katze. Ja, wir haben Ash bekommen. Oh. Jo. Warte mal. Kannst du mal erst Ash Hallo sagen vielleicht? So. Kann ich jetzt mal... Achso, wir waren immer noch am Kochen. Moment, hör mal auf zu essen. Jetzt sag doch erstmal Ash Hallo. Mensch, ist aber auch. Irgendwie geht das gerade alles nicht. Das ist gerade ein bisschen... Ash kommt da gerade nicht runter. Warte mal. Kann sein, dass wir Ash vielleicht Platz machen müssen. Da kann ich auch erstmal essen. Deshalb, wenn die ganzen Katzen hier drin sind, echt schwierig, ne? So, jetzt haben wir Ash zumindest hier endlich. So, meine kleine Katze. So, wir haben Bekanntschaft gemacht. Also ich glaube, Ash ist jetzt unsers. So, wie kann ich den jetzt rausschmeißen hier? Gar nicht. Wir werden uns nicht mehr los hier. Also wir werden den nicht mehr los, glaube ich. Also manchmal ist echt kurz seltsam. Ich krieg die einfach nicht weg. Okay, jetzt geht er. Okay. So, darf ich dann endlich schlafen gehen? Und was ist mit dem Transportkorb hier? Und wo ist jetzt Ash? Ich bin verwirrt. Dieses Spiel. Hier im Haushalt ist er noch nicht, ne? Also irgendwie, wo ist denn Ash jetzt? Ich weiß auch nicht. Ash ist jetzt weg und wo wir eigentlich gesagt haben, wir wollen es adoptieren, haben wir es nicht adoptiert? Ich, keine Ahnung. Haben wir Ash jetzt hier irgendwo drin? Auch gar nicht, nee. Was ist passiert? Also irgendwas ist schiefgelaufen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Und der Korb geht auch nicht mehr weg. Das ist ja toll. Ich krieg den Korb nicht mehr weg. Super, jetzt haben wir hier für immer einen Korb in unserer Hütte stehen. Weil irgendwas verbuggt war scheinbar. Ah, sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich ja sehr. Ja, lässt sich nicht wegnehmen. Also Ash ist weg, wurde nicht adoptiert und das hier... Ich dachte, solange wie Sims 4 schon draußen ist, dass das nicht mehr so buggy ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, die hätten es hinbekommen, das Spiel nicht zu verbuggen. Schön. Ja, schon ein bisschen ätzend, ne? Also, dass es gerade so verbuggt war einfach. Ja, was machen wir jetzt? Ich kann scheinbar auch nicht mehr wegen Adoptieren hier fragen. Das ist auch weg. Also ich konnte weder Dingens adoptieren mit dem Training, noch kann ich hier gerade irgendwie. Können auch mal gucken, vielleicht ist Ash noch da. Aber ich wüsste nicht, wie wir das besser machen sollten. Ja, Ash ist immer noch hier. Okay, das ist voll seltsam. Und wie gesagt, stellt er mir jetzt noch... Ja. Jetzt stellt er hier noch eine Box rein. Okay, okay. Okay. Jetzt habe ich hier schon zwei Boxen stehen. Ich hoffe, der nimmt die wenigstens wieder mit. Also wir werden jetzt für immer diese scheiß Transportbox hier jetzt stehen haben. Kann es sein, dass wir erst Ash quasi überzeugen müssen von uns und dann erst adoptieren können, dass das deswegen nicht geklappt hat? Jetzt kommt hier schon wieder eine fremde Katze rein. Sag mal, ich habe da abgeschlossen. Ich war der Meinung, dass ich abgeschlossen hatte. So.
Jetzt können wir endlich Ash adoptieren. Oh Gott, ey. So, und ich würde den Namen Ash sogar lassen, weil ich den schön finde. So, und Sie, können Sie vielleicht Ihr scheiß Ding da mitnehmen? Das wäre echt nett. So, also das Tier im Haushalt. Warum ist das nicht erfüllt? Also eigentlich müsste das jetzt ja erfüllt sein, ist es aber nicht. Ah, ich bin ein bisschen sauer. Ja, so geht es mir auch gerade. Sehr. Ich meine, wir haben doch jetzt ein Tier adoptiert. Sie müsste doch jetzt happy sein. Ich verstehe es nicht. Wir wären gerade auch nicht happy. Simstagram-Tier. Was? So viel können wir mit Ash gerade gar nicht machen, leider. Ach doch, jetzt hier reden. Ich möchte, dass wir ein bisschen runterkommen quasi. Aber scheint nicht so richtig zu funktionieren. Irgendwas Schönes machen? Outfit ändern. Nee, Outfit brauchen wir hier nicht. Okay, also es geht uns auch nicht besser, wenn wir mit Ash irgendwie... Ah, jetzt. Okay. Jetzt hat er die Kiste auch hier stehen lassen. Sag mal, was stimmt denn nicht mit dem? Ich krieg die nie wieder weg. Ich kann die nicht wegnehmen. Hier, ihr seht's, ne? Ich krieg die nicht. Oh Gott, am Ende müssen wir noch umziehen, weil ich einfach die Sachen hier nicht wegkriege. Wie scheiße. Okay, wir essen jetzt erstmal was. Also wir haben eigentlich eine Katze adoptiert. Wird hier aber auch nicht angezeigt, komischerweise. Adoptiere ein Tier. Tja, irgendwie, wir haben es adoptiert, aber das hier wird nicht aktualisiert. Warum auch immer. Ich kann euch nicht sagen, wieso Ash quasi nicht als Familienmitglied gewertet wird. Keine Ahnung. Also wir haben Ash adoptiert. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht müssen wir uns noch richtig mit Ash anfreunden. Eigentlich sind wir happy. Adoptiert haben wir ihn ja auf jeden Fall. Wir haben ihm auch einen Namen gegeben. Er wohnt jetzt bei uns. Also das kann es halt auch nicht sein. Ich weiß es nicht. So, und du, könntest du vielleicht mein Haus verlassen? Das wäre nett. Kann ich nicht. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass vielleicht nach dem... Restart des Spiels, die Dinger hier verschwinden. Wäre schön. Ansonsten, ich bin jetzt auch ein bisschen durch. Obwohl, eine Sache könnten wir noch machen. Wir haben ja jetzt doch eine Katze. Jetzt würde ich dir natürlich auch ein bisschen was Katzenhaftes hier bieten. Warte mal. Wo waren die Sachen? Hier. Die hat ja jetzt gar kein schönes Spielzeug und so. Und wir haben ja gerade ein bisschen Geld. Also von daher. Hier, guck mal. So, eine Couch haben wir gerade eh nicht. Kommt aber natürlich noch eine wieder rein. Ja, die stehen jetzt hier alle super schön im Weg. Gut, kann man nicht ändern. So, das Ding. Und dann hätte ich eigentlich... Okay, das behalten wir trotzdem, weil das kriegt dann irgendwann trotzdem Hundi. Aber wir stellen der hier erstmal einen schönen Kratzbaum hin. Ja, eigentlich können wir ja gleich so was Großes nehmen. Wir haben ja gerade Kohle. Was nehmen wir da? Einfach weiß? Creme? Das hier vielleicht. Oh, warum geht's nicht? Das ist zu groß. Na, ist zu groß für unsere Wohnung. Verdammt. Okay, dann geht's leider nicht. Aber der hier vielleicht. Was nehmen wir denn da Schönes? Hm, der funktioniert. Okay, dann nehmen wir den. Stellen den hier hin. Das Ding dazu. Dann noch ein bisschen Spielzeug, würde ich sagen. Erstmal dahin liegen. Können wir uns wahrscheinlich einpacken in die Tasche, denke ich mal. Und eine Katzentoilette wäre vielleicht noch gut. Nehmen wir erstmal so eine einfachere. Und die stellen wir hier erstmal in den Flur. Weil im Bad, seht ihr ja, haben wir nicht so viel Platz, leider. Okay, es gibt echt coole Katzenklos, aber wir machen sie erstmal günstig. Weil wir halt gerade immer noch nicht so viel Geld haben. Dann gucke ich noch, ob wir uns noch jetzt wieder endlich eine Kommode leisten können. Ja, können wir die, wollte ich, glaube ich, haben. In weiß.
Okay, irgendwie sieht es schäbig aus. Dann doch nicht. Kleiderschrank, Mr. Wolf und Miau. Das wäre ich ein bisschen too much. Die ist auch ganz schön an sich. Zum Beispiel so. Ach, schade, dass da gerade duster ist. Wir sehen jetzt nicht so viel. Das ist auch hübsch. Wir müssen mal, ich muss mal machen, dass wir auch was sehen. Ach so, eigentlich, das hier wollte ich damals, ne? Und dann wollte ich das so holzmäßig zum Fenster passend eigentlich machen, ne? Ich erinnere mich. Bin mir aber gerade unsicher, ob ich es noch so haben möchte. Obwohl, finde ich schon schön. Ach komm, haben wir auch quasi einen Spiegel gleich mit dabei, ist auch okay. Ich muss hier nochmal kurz... Obwohl, nee, andersrum geht gar nicht. Wir müssen es so rum machen. Wegen der Tür. So. Erstmal so, würde ich sagen. Haben wir noch ein bisschen Geld? Hier weiß ich gar nicht. Das würde ich, glaube ich, im Inventar platzieren. So. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Bin jetzt auch durch. War ganz schön anstrengend hier mit der Adoption. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass dann das da weg ist. Ich hoffe sehr. Okay, Leute. Dann schön, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich... Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.